Willkommen zurück bei State of Decay 2 hier in unserer neuen Basis und viel zu tun, glaube ich. Viel zu tun. Zum einen haben wir eine üble Attacke überstanden gerade. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie das mit den Verletzten ausschaut, dass wir die Medizinstation dann auch ausgebaut bekommen, dass die Verletzungen heilt. Und wir brauchen dann Medikamente relativ schnell. Also es wird alles, ja, es wird jetzt alles erstmal zünftig. Ja, hier dieser Außenbereich ist natürlich echt kacke, dass das nicht mal mehr überdacht ist. Hier möchte ich auch nicht pennen. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal die Basis wieder an. Krankenstation, Verletzungen entfernen, Schmerzmittel herstellen. Das brauchen wir. Wird direkt ausgebaut. Die Werkstatt. Hey, we really should be out there killing plague hearts. Nee, wir sind jetzt, sollten jetzt erstmal hier sein und unsere Basis ausbauen. Generiert mit Strom ein Material pro Tag. Und als Mod nehmen wir den... Ah ja, das geht nicht wegen der momentan ausgeführten Aktion. Okay. Und hier bin ich jetzt echt am Überlegen, ob wir... Ah, ich weiß es nicht. Sollte... Ich hätte lieber die Betten hier rein verfrachten sollen. Jegliche ausgegebenen Ressourcen und Gegenstände für den Bau werden zurückerstattet. Hier abbrechen. Jegliche Kosten werden zurückerstattet. This kind of behavior is just unacceptable. Was ist jetzt schon wieder los? Moral, ein Streit angezettelt, erhöhe seine Moral. It's time to make big plans. Lucky for us, I happen to have one. Ja. Wir werden eine größere Basis bauen, wir werden ein Waffenlager brauchen, wir sollten umziehen. Wir sind doch gar nicht umgezogen. So, pass auf, dann werden wir jetzt nämlich diese Betten hier lieber gleich abreißen. Stellt zwei Betten bereit und wenn ich das jetzt nochmal aufwerte, dann war es eine Materialwartung. Das heißt, ich brauche dann Material pro Tag. Eins davon sollten wir aufwerten, das machen wir jetzt auch hier. So, und dann wenn die fertig sind, dann kann ich die abreißen. Heißt, Moment, da muss ich die erstmal nochmal aufwerten. Ne, Moment, das sind auch zwei Betten. Okay, das ist gut. Ich möchte diesen Moralmalus nämlich echt loswerden hier. So, die sind fertig und das, wenn ich aufwerte, bräuchte es auch eine Materialwartung. Das beschränkt man mal auf eine, sonst haben wir da irgendwann Probleme. Auch wenn wir da momentan mehr als genug haben. So, und das hier machen wir so, die zerstören wir. So, und dann haben wir hier einen kleinen Slot außen. Und auf diesem kleinen Slot außen könnte man immerhin einen Garten anlegen. So. Und dann wiederum hier Anführerprojekte. Brauchen wir jetzt gleich allerdings Personen. Ein Waffenlager. Alle Munitionsarten und hochwertige Sprengstoffe bauen. Da bräuchte man einen Baumeister. Da bräuchte man einen Sheriff, einen Händler. Rufe einen beliebigen Händler über Funk zu dir. Aktiviere die passive Gesundheitsregeneration und halt Traumata. Verletzungen und Infektionen behandeln. Die Blutseuche stellt Seuchenmittel her und aha. Das wäre natürlich gut, einen Sheriff hier zu haben. Wir haben natürlich den Kriegsherr. Benötigt Munition und mindestens einen bewaffneten Überlegenen, um zu funktionieren. Scharfschützenturm. Anführer Baumeister. Aha. Ja, wir bauen jetzt dieses Anführerprojekt dahin. So, 50 Minuten braucht das. Dann haben wir Garten, Werkstatt. Geht. Scheiße. Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Wir kriegen hier gar nicht alles hin. Ohne Werkstatt geht gar nicht. Werkstatt bauen. Scheiß auf das Anführerprojekt. Scheiß auf das Anführerprojekt. Farm. So. Kriegt mir ja nichts, wenn wir Waffen bauen können und nichts zu fressen haben. Verstehst du? So, was ist denn hier jetzt mit der Moral passiert?
Konflikt, nicht genügend Betten. Wird noch ausgebaut, alles gut. Kein Wachturm, ja, kein Wachstum. Aufgegebenes Ziel von Alan, ja, das ist noch ein bisschen blöd. Viele Infektionsherde, kümmern wir uns gleich rum. Kein Garten, das machen wir jetzt hier gerade. Hat einen Bruder verloren. Bruder verloren? Ah ja, waren die Brüder. Oh, ja, also. Einige von denen werden wir jetzt relativ bald los. Und dann sollte das doch hoffentlich funktionieren. Kein Garten, keine Werkstatt, nicht genügend Betten. Das hat sich gleich. Dann funktioniert das wieder. So. Okay. Was war jetzt? Da. Broken Tracker ist da drin. Und ja, was wir echt jetzt noch an Problemen haben, ist, dass wir kein... Oder dass wir bei den Mopeds, warte mal, hier Broken Tracker und da ist der Rames. Doch, die beiden wurden transferiert. Wo kommen die denn hierher? Alles gut. Wo kommen die denn hierher? So, und das ist das große Benzinlager. Plus 100% Max Benzinlager. Das ist natürlich super. Also, wir haben noch das Problem. Ich muss mich nur mal zurechtfinden. Die Autoparkplätze müssten hier irgendwo sein. So. I'm leaving now. Don't wait up for me. Ja, alles gut. Ah. Hier ist reichlich gegrunzt in der Ecke, ne? Also, hier steht das Autochen. Große Frage ist... Da steht das Fahrzeug in den Parkplätzen. Wir müssen also mal gucken, ob wir den hier vorfahren können und noch umparken können in die Parkplätze. Ich sehe nur noch nicht, wo die Parkplätze sind. Das werden wir nicht gleich haben. Jawohl, hier, okay. Und in die Autowerkstatt bekomme ich die nicht, oder wie? Muss ich mir auch nochmal angucken. Das Ding, das kenne ich ja bisher noch gar nicht. So. Das hier ist schon mal gut. Das heißt, also Materialien, Ressourcen schenken wir uns erstmal. Aber die... Gut ausgeruht, ne? Wunderbar. So, Munition und Nahrung. Paket mit Holz, das ist nochmal Materialien. Das müssen wir mal gucken. Hier, das transferieren wir gerade rein. Das transferieren wir rein. So. Wir müssen dran denken, wir haben in dem einen Auto, was wir noch an unserer alten Basis stehen haben, noch die Packsäcke drin. Das heißt, da müssen wir mal hinfahren und die abholen. Das Auto kann man ja stehen lassen. So, und jetzt mal gucken, wenn man hier reinkommt. Ja, wunderbar. So, wir haben 9 Medikamente. Wir haben 21 Nahrung. Wir haben 24 Munition. Das heißt, wir haben momentan mehr, als wir lagern können. Dann gehen wir hier jetzt nochmal rein. Mit die Krankenstation auf die dritte können wir nicht. Okay. Das geht nicht. Das brauchen wir nicht ausbauen. Restaurantküche. Dann gehen wir jetzt gleich mal zur Autowerkstatt. Karosserieverstärkung. Plus 30% Verringerung des Fahrzeugaufpralls für eine Stunde. Verwende ein paar Ersatzteile, um unsere Autos vorübergehend gegen Schaden zu verstärken. Geräuschminderung für eine Stunde. Aufwertungskits. Die Autowerkstatt versorgt uns mit Werkzeugen und Technik, die wir zur Herstellung von Fahrzeugaufwertungen benötigen, die wir aus sämtlichen Fahrzeugen anwenden können. Passiv plus 30% Benzineffektivität. Habe ich hier eine Mod? Kleinen Benzintank, Mini-Kühlschrank, Munitionspresse, Wasserkühler. Okay. Was habe ich denn hier mit Aufwertungskit? Dafür brauchen wir Strom, Strom, Strom. Wir brauchen Strom als allererstes. Das heißt, wenn die Werkstatt steht, das sollte bald der Fall sein, dann können wir das installieren. Restaurant, Küche. Rationierung brauchen wir nicht. Gegenstände herstellen, Samen sammeln brauchen wir auch gerade nicht. Festessen brauchen wir nicht. So, aber hier können wir. Plus 2 Platz, Nahrung, Medikamente, plus 5 mit Strom. Verstaut ein paar Lebensmittel und Medikamente. Das tun wir einfach mal in die Küche. So, Krankenstation, Modifikation. Signalantenne installieren. Das müssen wir in der Kommandozentrale machen. Munitionspresse. Benzintank, Wasserkühler. Da haben wir jetzt also nichts für. Hier beim Kommandozentrum.
können wir die Modifikation Signalantenne installieren. So. Beim Benzinlager, da kann ich keine Modifikation reinmachen. Beim Lager selbst können wir sagen, den Benzintank noch rein. So, was wir alles hier machen können, das finde ich gerade ganz gut. Die Farm braucht lange, die Werkstatt ist gleich fertig, dann können wir die nochmal aufwerten. Das warten wir jetzt gerade noch ab, wollen wir losziehen. Werkstatt, Wachturm kriege ich nach wie vor nicht hin. Wäre vielleicht hier drauf gegangen, aber ganz ehrlich, soll er seinen Wachturm da bitte, ne? So, und dann müssen wir mal gucken, hier in der Nähe haben wir einen Aussichtspunkt, das ist schon mal gut. Wir haben das Restaurant, hier haben wir noch eine Haltestelle, unheimlicher kleiner Schuppen. Hier unten hat man ja schon einiges aufgedeckt, da könnte man nochmal hinfahren. Wir werden ja ganz schön oft angegriffen von den Zombies. Wir machen momentan halt auch einfach enorm viel Krach. So, Werkstatt. Bräuchten wir 2 Mann noch frei. Das ist okay. Machen wir erstmal die Mod. Und da nehmen wir den Generator. Um eine Anlage mit Strom zu versorgen. Das heißt, dann ist der Generator nur in der Werkstatt mit Strom versorgt. Wo brauchten wir noch Strom? Wo war das noch? Hier, das bringt aber nichts. Machen wir es in der Werkstatt. Ich glaube, in der Werkstatt brauchten wir Strom. Ich weiß noch nicht mehr genau, wozu. Wahrscheinlich muss man den dann auch temporär anmachen. Genauso wie man den Wasserkühler dann hier in der Farm wieder reinbasteln kann. Ja, genau. Und dann muss man wahrscheinlich sagen, hier versorgen mit Strom verbraucht dann vermutlich ein Dings. So. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben einige Verletzte. Die sind müde, die sollen sich erstmal so erholen. So. What's up? I've got your back. Okay, der ist auch total müde. Dann zu diesem Charakter wechseln. Mit Jose wegschicken. Hasta la vista. Ruh dich aus. Die Armen können auch nicht. Kommt rein, los. Zack, zack. Machen wir hier mal zu. Und ich gehe... ich weiß nicht, ich würde das gerne bei Tag anschauen. Was machen wir denn jetzt hier in der Nacht noch? Wir können hier... Dirty Bird Espresso. Dieser kleine Schuppen. Witterter alter Schuppen. Wir können mal hier die Gegend im nahen Umfeld plündern. Dass wir das schon mal haben. Und ich sollte ihr vorher vielleicht einen kleinen besseren Rucksack da irgendwie mal gönnen. Die hat ja nur so einen 6er an, glaube ich. So, jetzt mal Licht. Es wäre echt schön, mehr Strom zu haben, dass wir hier in der Basis Licht hätten. Das wäre wirklich gut. So, Rucksack, da haben wir doch einen 8er. Den rüsten wir direkt aus. So, ach, weißt du, was wir auch mal machen können? Hier. Oh. Was wir auch mal machen können, ist... Kann ich hier nicht... Rucksack kann ich nicht zerlegen. Dann können wir den handeln halt eventuell. Waffen hier, Signalantenne installiert. Wunderbar, dann können wir gleich noch einen weiteren Outpost uns suchen. Haben wir denn nicht irgendwas, was man hier zerlegen kann? Nageleisen beispielsweise. Verwerten mit X. Jawohl. Können wir mal wieder ein bisschen aufräumen. Ein Küchenmesser. Kann man nicht verwerten. Ein übergroßer Holzhammer. Eine Rohrzange. Betonstahl. Nageleisen. So, dann haben wir die Waffen. Dann können wir die nämlich auch hier mal wieder ein bisschen reparieren. Ist auch einfach mal nötig. So, hier. Frage ich mich gerade. You gotta stay away from those fucking plaguesies, pal. Hier reparieren. Okay. Was mit dem Reparieren nochmal?
Die Waffe braucht die Munition, die wir nicht haben. Großartig. Hier hätten wir noch ein paar Schuss. Was haben wir denn jetzt schon wieder? So. Geht schlafen. Ich mach das schon. Kommt rein. What's up, kid? Take care now. Ach ja, kommt halt rein. Lass mal die Tür halt auf, dann machen die auch nicht so einen Krach. Dann kommen sie halt rein, die Zombies, sind ein bisschen Besuch. So, schadet ja auch nicht, hier mal ein bisschen Besuch zu haben. Ne, sonst vereinsamt man ja total. So, also da können wir jetzt nicht viel reparieren. Sie. So, sie hat hier einen... Ferals. Better be careful, they move fast. There's a feral prowling out there. Hey, ist nicht gut. There's a feral lurking nearby. Wo? Hätte gerne. Da ist er ja. Ich dachte, er wäre drauf. Hallo Leute, ich könnte Hilfe brauchen. We have one left. Leute. I can't breathe. Maybe I should slow down. Er hat mir irgendwie alles aus der Hand gehauen. Er hat mir alles aus der Hand gehauen. Was für ein Ekelvieh. Hilfe? Boah, jetzt habe ich aber noch eine Verletzte quasi. Halt, Inventar. F. Wo ist er hin? Ah! Hilfe! Hey, there's a feral lurking nearby. Watch your damn shooting! Die alte Ecke war... Die war... I only have one left. Die alte Ecke war viel besser. Der haut einem die Waffe aus der Hand. Was für ein Sackvieh ist das bitte? Bisschen scheiße war, dass die jetzt nicht geholfen haben. Alle sagen, oh, da ist ein Peril. Der ist aber auch mitten in der Basis gespawnt, glaube ich, oder? Der kann ja nicht durch die Tür rein. Also nicht in der Kürze der Zeit. Mann. Also gut, das Ding rüsten wir jetzt aus. Tötungspotenzial ist höher als hier. Dann nimmst du das hier wieder. So, das legt mal wieder rein. Ich wollte eigentlich mal losziehen. Und das Ganze entspannt hier erkunden. Aber alter Finne, was bitte geht hier ab? We need something big to take that sucker down. Was ist denn jetzt schon wieder? Der ist auch drin. Was ist hier los? Was soll der Scheiß? Over here. Hey, bleib drin, Leute. Hm.
nicht gut. Das ist nicht mehr lustig. Was bitte geht hier gerade? Was ist bitte hier gerade am Schieflaufen? Wir haben jetzt hier auch nicht irgendwie, dass wir sagen würden, hier sind saumäßig Infektionsherde. Unten haben wir ein Nagelstudio, fantastisch. Ihr wisst schon, da unten haben wir ein Herz, jawohl, aber. Alter, was bitte? Was ist bitte gerade voll hier am Schieflaufen? Was passiert hier gerade? Ich meine, klar, okay, vielleicht ist es der Krach durch das ganze Ausbauen. Ich hoffe es einfach, aber der ist jetzt definitiv hier drin gespawnt, der Sack. Ja? Der Sack ist jetzt definitiv hier drin gespawnt und. Hier hinten ist kein Eingang und selbst wenn einer wäre, da hinten ist der, da kommt der nicht durch. Der kam ja nicht mal mehr durch die Haustür. Bisher haben sie irgendwie immer alle Türen zugemacht, nur jetzt nicht mehr. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme jetzt kurz das Auto hin. Wollte da looten und das machen wir jetzt auch. Aber ich fahre hier nirgendwo mehr hin ohne Auto. This would be a great place for an outpost. I had this aunt who lived somewhere around here and fancied herself. Ach, Ellen, du und deine Kacktante. Ich muss ganz dringend zusehen, dass wir Medikamente kriegen. Ich muss nämlich jetzt sehr, sehr viele. Oh, I found something at least. Ich muss jetzt nämlich sehr, sehr viele zusammenflicken wieder. Das war ich nicht. So, mal über die Füße gefahren, das reicht aus. Bei den fauligen Füßen. Vorsicht, du tust dir noch weh. So, dann klettern wir mal da drüber. Ihr könnt's Baumaterial und so geben. Drüben in dem Haus waren wir augenscheinlich schon, da ist es ja sauber. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir die Gegend, die wir hier haben, vielleicht alle mal bereinigen, die Häuser außenrum, dass dann weniger nachspawnen. Wer weiß. Da ist doch schon mal okay. Munition haben wir jetzt schließlich auch ein bisschen verbraucht. Oh, es sind zwei Kisten. Nein, da. Da draußen röchelt es überall, ne? Das ist hammerhart. Alles klar. Sack. Gesicht. Hässliches. Wahnsinn, was hier los ist. Ich weiß jemanden, der das lieben würde. Rein da. Aber nicht. Der Wohnwagen ist quasi schon durchsucht. Ach du Scheiße. Was ist mit denen los? Krabbeln die aus dem. Oh, warum hat die denn. I need to slow down. Warum hat die denn so viel Infektionen? Alles gut. Warum hat die denn so viel Infektion? Meine Herren.
Was ist bitte mit diesem Wohnpark hier passiert? Ich denke, diese Plague-Zombies geben mir etwas Alter. Sollte jetzt dann doch bald zurück, wenn die jetzt nochmal so eine... Wenn die jetzt nochmal so eine Plage abkriegt, wird das richtig doof. Hat ja gut geklappt. Es wird jetzt immerhin hell. So. That's not going to fit. Ah, der Über ist unpraktisch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich lade jetzt nochmal um. Und dann schauen wir mal, was wir hier vielleicht für einen ganz brauchbaren Außenposten bekommen. Ich wäre ja sehr für Medikamente, dass wir unsere Leute versorgt kriegen. Das heißt, da müsste ich dann nochmal los tigern und schauen, was wir so finden. So, den ganzen Krams da rein. Weil das würde ich eigentlich ganz gerne sogar austauschen. So. Und das hier kann auch noch... Nee, halt, die brauche ich. Könnte man noch da reinmachen. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.